herzlich willkommen zu Inside SGS, liebe SGS-Fans. Wir starten in die nächste Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und freue mich, heute Miriam Pilz und Fee Kockmann begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Ja, die Saison ist vorbei, der Klassenerhalt ist geschafft. Bisschen Erleichterung wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen, auch bei euch Fans natürlich. Lasst uns mal gemeinsam so ein bisschen auf das letzte Spiel zurückschauen. Miri, wie hast du das letzte Spiel gegen Jena erlebt? Ja, natürlich war man erst angespannt, die ganze Mannschaft. Die Trainingswoche davor war halt auch anders als die anderen. Die ganze Mannschaft war halt angespannt und hat das auf das Spiel halt hingefiebert. Und ja, wir haben uns aber auch gefreut auf das Spiel, damit wir halt endlich den Klassenerhalt auch sicher machen konnten. Und ja. Ja, wie war dann das Gefühl nach dem Spiel? Also im Endeffekt ist ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen Anspannung auch abgefallen, wenn du sagst, die Woche war schon relativ anstrengend, relativ anders als sonst. Wie war es dann nach dem Spiel? Ja, Erleichterung pur. Ja, wir haben uns einfach riesig gefreut und ja. Fee, du hast ja tatsächlich die Ehre sozusagen gehabt, auch dein erstes Tor zu machen. Wie hat sich das aus deiner Sicht angefühlt, dann auch zu treffen? Ja, also war für mich natürlich ein mega Gefühl, muss ich sagen. Also perfekter Saisonabschluss, kann man sagen. Ja, mit dem Klassenerhalt natürlich und dann halt noch das Tor gemacht zu haben, war echt schön. Und ja, in dem Moment, ich habe mich extrem gefreut auf jeden Fall. Ja, Miri hat gerade gesagt, die Woche vorher war ein bisschen anders. Was war da genau anders? Wie war da so die Stimmung, sage ich jetzt mal, auch im Training? Ja, also ich würde schon sagen, es war natürlich insgesamt ein bisschen angespannter alles. Aber ich denke schon, dass halt auch jeder daran geglaubt hat, dass wir das schaffen können und dass wir dann halt auch top vorbereitet in dieses Spiel nach der Woche gehen können. Ja, habt ihr dann auch nach dem Ziel sozusagen dann gemerkt, wie das dann ja, auf die Mannschaft übergegangen ist, auf die Fans, die natürlich auch euch unterstützt haben, dass das Ganze dann so einen vernünftigen Abschluss, sage ich jetzt mal, noch hatte für die Saison? Ja, absolut. Also natürlich, als der Abpfiffphase haben wir uns alle gedacht, so okay, alleine das erste Tor war schon echt sehr gut. Also danach war auf jeden Fall die Erleichterung bei jedem zu spüren. Die Fans haben uns auch echt sehr gut unterstützt, auch wenn das jetzt alles anders stattfinden musste und nicht im Stadion gespielt wurde. Aber das war auf jeden Fall schon eine große Erleichterung. Ja. Ja, auf jeden Fall dann nochmal ein schöner Abschluss. Miri, was würdest du denn sagen, wie zufrieden bist du oder seid ihr insgesamt jetzt mit dieser Saison, die ja jetzt dann doch mit dem Klassenerhalt zum Abschluss gekommen ist? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, wir haben halt über die Saison viele Punkte halt auch liegen gelassen, wo wir halt auch Punkte verdient hatten. Oft haben wir dann halt auch noch kurz vor Schluss halt verloren. Deshalb glaube ich, dass es halt auch gar nicht zu diesem spannenden Saisonfinale hätte kommen müssen. Aber insgesamt, dadurch, dass wir halt jetzt auch den Klassenerhalt noch geschafft haben, können wir auf jeden Fall auch positiv auf die Saison halt auch blicken. Fee, was würdest du sagen? Jetzt einfach Strich drunter machen und den Blick nach vorne richten? Oder muss man da trotzdem nochmal so ein bisschen schauen, woran es dann im Endeffekt gelegen hat? Also ich finde schon, dass wir schauen sollten, woran es gelegen hat. Also dass man da dann jetzt jede Spielerin nochmal überlegen sollte. Aber man muss halt im Endeffekt trotzdem sagen, wir haben es noch geschafft am Ende. Und da sollte man jetzt auch das Positive rausziehen. Und ich denke, dass jede Spielerin durch diese Situation jetzt auch viel gelernt hat. Und ja, dass wir dann nächste Saison da wieder gut durchstarten und vielleicht ist die Saison nicht so spannend für uns halt. Ja, ist ja auch eine junge Truppe, muss man sagen. Miri, was würdest du denn sagen? Es gab ja auch einige Spiele, ja, wie du gerade schon gesagt hast, wo es knapp war hinten raus, wo es dann auf den letzten Metern vielleicht nicht funktioniert hat. Da muss man sich ja dann auch als Mannschaft irgendwie ja, aufrappeln oder wieder zusammenraufen und gucken, dass man wieder den Blick irgendwie aufs nächste Spiel richtet. Wie habt ihr das geschafft, dass die Stimmung da sozusagen oben geblieben ist in der Mannschaft? Ja, ich glaube, wir haben halt auch in den Herausforderungen sind wir auch gewachsen. Ja, generell hatten wir immer einen guten Teamspirit und haben halt immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Und ja. Fee, was denkst du, was da auch so das Trainerteam vielleicht für eine Rolle gespielt hat? Die mussten euch ja auch immer so ein bisschen wieder ja, aufpäppeln, sage ich jetzt mal, gerade wenn du dann irgendwie in der 90. oder in den letzten 10 Minuten noch ein Gegentor kriegst und vorher vielleicht ein Unentschieden in der Luft lag oder vielleicht sogar ein Sieg. Was haben die für eine Rolle gespielt? Also ich würde schon sagen, dass wir das Ganze auch sehr gut gemacht haben. Für die war es wahrscheinlich auch eine eher ungewohnte Situation. Die haben aber jedes Training wirklich versucht, auch alles zu geben, haben also wirklich sich top vorbereitet und uns dann halt auch gut auf die Spiele vorbereitet und uns dementsprechend halt schon sehr gut unterstützt.
Jetzt seid ihr ja beide auch in den U-Nationalmannschaften vom DFB unterwegs, seid aber vor der Saison ja erst zur SGS gekommen. Niri, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, jetzt ist die Saison rum, aber wie war das damals so mit der Motivation zur SGS zu wechseln? Wie bist du überhaupt hingekommen? Ja, generell hat man ja jetzt über die letzten Jahre auch gesehen, dass Essen halt sehr gut junge Spieler fördert und ja, deshalb war ich mir halt auch sicher über den Schritt. Ja. Hat sich das auch so bewahrheitet dann, was du dir vorgestellt hast? Ja, also klar, es gab Höhen und Tiefen in der Saison, gerade auch dadurch, dass es jetzt am Ende nochmal so spannend wurde. Aber ja, insgesamt war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Findest du das bei dir genauso oder was würdest du sagen, was waren da bei dir die Gründe, hier hinzuwechseln? Also bei mir war es genauso wirklich. Also ich fand einfach hier die Philosophie einfach sehr gut. Also auch jungen Spielerinnen halt die Möglichkeit zu geben, die ersten Schritte zu machen. Ich würde sagen, dass ich halt dann auch eigentlich ganz gut Spielzeit bekommen habe und auch andere junge Spieler aus unserer Mannschaft und jetzt in der ersten Saison schon gut angeführt wurden und ja, dass ich dann halt auch den nächsten Schritt gehen konnte bei mir und das hat sich dann schon echt extrem gelohnt für mich. Was denkst du, was macht die SGS da so interessant? Ist das allein wirklich, dass man in der ersten Mannschaft auch ja, zum Zug kommt, auch seine Möglichkeiten hat, in der Bundesliga zu spielen oder gibt es da noch andere Gründe, sage ich jetzt mal, von der Mannschaft her natürlich auch, muss es ja auch stimmen, man muss ja auch da sich reinfinden, sage ich jetzt mal, muss es ältere Spielerinnen geben, jüngere Spielerinnen geben. Was denkst du, was macht der SGS da aus für die Talente? Ja, ich muss schon sagen, die Mannschaft hat schon einen sehr großen Beitrag dazu gezahlt. Also man muss sagen, man wurde top aufgenommen. Einer jungen Spielerin vor allem, also den Jungen, wurde extrem geholfen in den ersten Spielen, in Trainingseinheiten, immer wieder motiviert. Und da würde ich schon sagen, dass es halt dann einem auch viel leichter gefallen ist, halt so die ersten Schritte jetzt hier zu gehen. Und natürlich auch im Trainerteam gerade die Unterstützung vom ganzen Verein. Und das hat man echt schon gemerkt. Miri, was würdest du sagen, sind da vielleicht auch ja, die Fans natürlich, die ihr ja auch im Stadion dann am Hallo ja gesehen habt oder auch die ganze Saison über natürlich, die spielen ja auch eine Rolle. Man muss ja erstmal sich überhaupt einfinden, man muss sich ja so ein bisschen zu Hause fühlen in dem Verein auch. Was denkst du, was die für einen Einfluss darauf hatten? Ja, ich denke halt generell die Fans, die ganze Unterstützung von der ganzen Stadt. Ja, hinter Essen steht halt jetzt nicht so der größte Männerverein, aber jeder rennt halt für den Verein, für die Frauenbundesliga und ich glaube, das ist halt auch gerade halt ein wichtiger Punkt. Ja, und vor allen Dingen geht es ja dann auch in der Frauenbundesliga weiter, das ist ja umso schöner. Fee, wie ist das denn, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, sage ich jetzt mal, gerade fußballerisch gesehen, siehst du deine Zukunft dann auch hier in Essen erstmal und welche Ziele hast du da vielleicht noch jetzt auch für die nächste Saison oder für die nächste Zeit? Also ich muss absolut sagen, Ziele für die nächste Saison ist auf jeden Fall, dass wir den vorzeitigen Klassenerhalt auf jeden Fall hinbekommen. Jetzt erstmal gut mit dem Team in die Saison auch starten dann nächstes Jahr, eine gute Vorbereitung jetzt abliefern und dann schauen wir mal vielleicht auch mal ein paar Plätze hochklettern in der Tabelle und ja, dementsprechend dann einfach verbessern und auch individuell verbessern. Miri, schließt du dich da an mit den Zielen, die ich dir gerade genannt hat? Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, den Klassenerhalt frühzeitig fix zu machen und auch vielleicht halt ein paar größere Vereine halt zu ärgern. Ja, wir sehen wir dann nächste Saison noch ein paar Tore von dir oder war das jetzt mal das Ende der Fahnenstange gegen Jena? Nee, also ich muss sagen, ich hoffe natürlich, dass ich dem Verein weiterhelfen kann mit ein paar Toren noch. Hoffe, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Ich gebe mir auf jeden Fall extrem Mühe. Ich bin auf jeden Fall noch sehr torhungrig. Ich hoffe, dass da jetzt noch Tore folgen werden. Ja, alles klar. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen, natürlich die SGS-Fans auch. Miri, was steht denn für dich jetzt in der Sommerpause an? Hast du da schon irgendwelche Pläne, wo man vielleicht auch mal vom Fußball ein bisschen abschalten kann? Ja, also ich will auf jeden Fall noch in Urlaub fahren. Ja, wir haben jetzt erstmal noch Schule, aber dann in den Ferien. Ja, hast du schon irgendwas Konkretes geplant, irgendwas im Auge an Zielen? Tatsächlich habe ich noch nicht gebucht. Aber ich bin ja eher spontan. Hab ich schlecht. Fee, wie sieht es bei dir aus? Wie machst du das, wenn du mal ein bisschen Abstand vom Fußball brauchst? Was machst du dann so? Ja, viel mit Freunden, Familie natürlich. Jetzt auch in den Ferien natürlich hat man dann noch mal mehr Zeit auch für die Familie und die Freunde. Und ja, dann wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit mit denen verbracht auf jeden Fall. Und Urlaub auch? Oder? Ja, in den Urlaub geht es auch noch. Wohin?
In die Türkei. In die Türkei, nicht schlecht, alles klar. Und wenn ihr so auf den Vorbereitungsplan schaut, ihr habt vorhin gesagt, dass es da schon die ersten Planungen gibt, was erwartest du da so? Wird das intensiv, wird das anstrengend oder habt ihr da ja auch die Möglichkeit, mal ein bisschen runterzufahren? Also ich würde schon sagen, dass es intensiv wird, also dafür ist ja auch eine Vorbereitung da so. Aber ich freue mich auch extrem drauf, also auch die neuen Spielerinnen auf jeden Fall kennenzulernen und mit denen dann eine gute Vorbereitung abzuschließen, um auch eine sehr gute Saison zu spielen. Ja, Miri, bist du da sozusagen auf die Vorbereitung schon vorbereitet? Würdest du sagen, dass ihr da schon fit genug seid im Team oder wie sieht das aus? Ja, wir haben ja jetzt erstmal ein paar Wochen Pause und dann geht es auch wieder los mit Läufen und dann, ich glaube, vor den Ferien starten wir auch schon wieder. Ja, und dann trainieren wir auch erstmal die ersten zwei Wochen in den Ferien. Ich glaube, das ist auch generell halt auch cool, halt in den Ferien zu trainieren. Dann kann man halt auch vorher hinkommen oder auch hier übernachten bei Mitspielerinnen und ja, den Tag halt dann auch mit denen verbringen. Mhm. Freut man sich auf so eine Vorbereitung oder ist man manchmal auch, dass man sagt, ja gut, laufen gehen können wir auch, weiß ich nicht, wann anders machen, nicht unbedingt jetzt in der Vorbereitung oder seid ihr da schon voller Vorfreude? Nee, also die Vorbereitung ist eigentlich immer richtig cool, wenn man halt noch mehr Fußball spielt, noch mehr Zeit mit den Mannschaftskollegen verbringt und deshalb freut man sich auf jeden Fall auch auf die neue Saison. Ja, Fee, bist du auch schon heiß auf die Läufe? Also den kann ich mich anschließen auf jeden Fall, nur es gibt natürlich so ein paar Eckdaten, so ein Laktattest, wo man dann sich glaube ich nicht so gern drauf freut, muss man sagen, aber sonst auf jeden Fall die Vorbereitung ist schon immer eigentlich sehr schön, muss man sagen, weil man viel Zeit auch mit der Mannschaft verbringen kann. Ja, alles klar. Und dann seid ihr auch bereit sozusagen für die nächste Saison. Du hast gerade schon gesagt, na gut, vielleicht klettern wir ein bisschen, vielleicht können wir den Klassenerhalt frühzeitig klar machen. Was denkst du denn, was dafür besonders wichtig ist? Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir jetzt als Mannschaft auch zusammenwachsen, natürlich auch mit den neuen Spielerinnen, die dazukommen, dass wir dann einfach einen guten Teamspirit in der Mannschaft haben, auch natürlich mit dem Trainerteam zusammen und uns dann bestmöglich vorbereiten. Mhm. Miri, was wäre deine Wunschplatzierung nächste Saison? Schon Platz 7, Platz 6. Würde ich schon anvisieren. Aber ich glaube, dafür ist auch wichtig, dass wir halt auch enge Spieler halt gewinnen, die wir halt jetzt unglücklich verloren haben, dass wir die dann auch gewinnen. Das ist auf jeden Fall dafür sehr wichtig. Mhm. Ja, Platz 7, Platz 6 hört sich nicht schlecht an. Bist du da auch dabei? Ja, auf jeden Fall. Also, höher geht's immer, würde ich sagen. Und deswegen da hoffe ich natürlich, dass wir dann diese Plätze auch vielleicht angesehen können und das auch schaffen. Ja, sehr cool. Da werde ich dann nochmal nachfragen, wenn wir euch vielleicht dann nochmal hier bei Inside SGS hören werden. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ereignisreiche Sommerpause bzw. dann eine kraftraubende Vorbereitung. Bin gespannt, was ihr berichtet, dann natürlich auch den SGS-Fans, wenn es wieder losgeht in die neue Saison im September. Wir sind gespannt, was dann passieren wird, freuen uns natürlich drauf und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Sommerpause und bis zum nächsten Mal.